und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, wir haben gleich drei Sachen im Endeffekt, mit denen ich heute starte. Und zwar das kleine süße Kerlchen hier unten, was jetzt gerade total entsetzt ist, dass es seinen Stein verloren hat. Das ist mein neuer Begleiter. Das hoppelt jetzt die ganze Zeit neben mir rum. Und ja, falls ihr es wirklich wiedererkannt haben solltet, es sind die, wie heißen die Dinger jetzt? Die Staubhäschen, die wir auch schon in diesem, ja, ich nenne es mal Oster-Event gesehen haben. Da liefen die ja auch überall vorne rum, wo diese riesigen Osterhasen drin waren, diese bunten Hasen. Ich freue mich, jetzt läuft das noch ins Wasser. Ich freue mich wirklich mega, mega, mega darüber. Und damit nochmal ganz, ganz lieben Dank an die liebe Crew, die mir das Ganze ermöglicht hat. Ich weiß gar nicht, ich könnte hier so positiv an die Decke gehen gerade. Oder Richtung Himmel steigen oder wie auch immer ich das nennen soll. Ja, dann habe ich noch eine andere Sache, über die ich kurz sprechen möchte. Und zwar, ich werde auch weiterhin Nebenquests aufnehmen. Aber ich habe mir überlegt, damit man halt wirklich mehr vom Spiel selber sieht, dass ich in erster Linie die Hauptquests mache und dann je nachdem, wie viel Zeit halt noch bleibt in der Folge, immer so ein, vielleicht auch zwei Nebenquests dann zusätzlich noch abarbeite. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, ob ihr mehr von der Hauptquest sehen wollt. So wie ich das verstanden habe, sind das wohl die Quests, wo man halt auch mehr von diesen Videoausschnitten sieht. Deswegen denke ich mal, dass das wirklich interessanter ist als jetzt die ganzen kleinen Nebenquests, wobei ich die auch sehr schön und mit Liebe gemacht finde und die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Nur, ja, mich würde wirklich mal interessieren, was ihr lieber sehen möchtet, ob ihr mehr von der Hauptquest sehen möchtet. Oder ob ihr jetzt sagt, ihr wollt die Nebenquests gar nicht sehen. Ob ihr sagt, ja, das ist okay, wenn ich so, je nachdem wie lange es dauert, so ein, zwei Nebenquests vielleicht noch reinmache. Ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare rein. Würde mich wirklich mal interessieren. So, der dritte und letzte Punkt, über den ich noch kurz sprechen wollte, beziehungsweise wo es jetzt weitergeht, ist, ich glaube, ich hoffe, dieses niedliche Kerlchen hier in meinem Hintergrund, weil, ja, ich bin schon fast am Maximum gewesen, als ich gesagt habe, okay, ich hole dieses Mega-Angebot, wo dann alle Kapitel drin sind. Beziehungsweise alle bis auf das Allerneueste oder mit dem Allerneuesten. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau. Und ich habe mich halt so oft beschwert, dass das irrsinnig lange dauert, um von A nach B zu kommen. Und jetzt habe ich mir selber ein kleines nachträgliches Ostergeschenk gemacht und habe von dem letzten Geld, was ich jetzt noch hatte, ein Reittier geholt. Und ich denke, ich hoffe, dass wir das bei den Mogri-Postboten hier abholen müssen. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe mal im Internet gegoogelt. Da steht was, dass man zum Postboten gehen muss. Und da stand aber auch was, dass das meistens bei einem Markt ist, wo drei hübsche Mädels tanzen. Und hier irgendwie tanzt keiner. Deswegen bin ich mir da gerade nicht so sicher. Aber ich spreche ihn trotzdem mal an, ob er eventuell meine Post hat. Grüße dich, Große. Ich bin ein Mogri-Postbote. Hupo. Oh, ich weiß schon, was du denkst. Mogris verstecken sich in Bäumen und vermeiden den Kontakt mit Fremden. Warum sollten sie Briefe durch die Gegend tragen? Du hast recht. Wenn es nach mir ginge, würde ich es mir im Wipfel einer großen Eiche bequem machen und von einer wunderschönen Mogri-Dame mit einer regenbogenfarbenen Puschel träumen. Hupo. Aber nein, der Mond muss eher vom Himmel fallen und all diese Aufregung verursachen. Arteriken wurden zerschmettert und Kontaktperlen nutzlos. Viele Monde lang hatten die armen, flügellosen Leute von Aorzea keine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, außer sich die Lunge aus dem Leib zu schreien, was niemandem wirklich gefiel. Hupo. Bis uns die Freunde des Waldes darum baten, ihnen bei der Übermittlung von Nachrichten zu helfen. Zunächst hatten wir Bedenken, uns zu zeigen. Wir dachten, ihr würdet uns fangen und uns das Fell abziehen, so wie ihr das mit all den anderen Waldbewohnern macht. Aber wir merkten, wie sehr wir geschätzt wurden. Wussten wir, dass wir unsere neue Berufung gefunden haben. Von diesem Tag an haben wir uns auf unsere Puschel geschworen, all eure wichtigen Nachrichten so schnell wie möglich zu überbringen. Sieh mal, ein neuer Brief ist angekommen, extra für dich. Huhu.
von der Mokri Station. Das sieht sehr gut aus. Schön, dass du Final Fantasy spielst. In der Anlage schicken wir den folgenden Gegenstand. Reittier Citrin Karfunkel für den Dienstaccount. Eigentlich wollte ich etwas holen, was nur die Hälfte gekostet hätte. Diesen mega geilen Hexenbesen. Den wollte ich unbedingt auch mit ihr hier spielen. Aber dieses Tier hier war zwar doppelt so teuer, aber ich kann das für alle Accounts, also beziehungsweise für alle Chars, die ich erstelle, nehmen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann hole ich mir diesen Monat das Tier, was ich wirklich überall nehmen kann, weil dann kann ich die anderen nämlich auch schneller bewegen und leveln. Und hol mir dann den Hexenbesen für nächsten Monat. Okay, ich nehme das Ganze einmal an. So. Ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich es benutzen kann, dann wäre ich froh. Charaktermenü. Ist jetzt nichts drin. Ich dachte eigentlich, ich bekomme jetzt wenigstens so eine kleine Info. Ich mache das jetzt erstmal. Ich lösche das erstmal noch nicht. Persönlich gebundene Gegenstände. Mal schauen. Kann ich verkauft werden? Ja, das ist ja soweit auch okay. Einzigartige Gegenstände. Mokri-Post. Kannst du nutzen, indem du... Bald findest du überall im Eocera verstreut die Mokri-Post. Gegenstände und Gel an Personen auf deine Freundesliste senden. Ja, das kann und möchte ich jetzt natürlich nicht mit dem Reittier. Wenn du auf die Schärfliche neu oben rechts klickst, ja, das bringt man natürlich jetzt auch nicht allzu viel. Da kann ich Gegenstände anhängen. Ja, das ist jetzt auch alles toll, nur ich persönlich habe jetzt immer noch kein Reittier und bin gerade ein bisschen, stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Also da muss ich jetzt sagen, hätte ich das jetzt besser gefunden, wenn die da jetzt einen kurzen Hinweis zumindest gegeben hätten, wie ich das jetzt nutzen kann überhaupt. Ob ich das überhaupt schon nutzen kann, ich weiß es ja gar nicht, weil jetzt irgendwo ist mal was über den Weg gelaufen, dass ich das Reiten wohl mal lernen muss. Also nicht über den Weg gelaufen, das habe ich mal irgendwo gelesen, glaube ich, bevor ich das Spiel angefangen hatte zu spielen. Also ich kann jetzt hier gerade noch nichts sehen. Ich gelobe aber Besserung. Ich werde mich auf jeden Fall mal informieren, wie das Ganze dann abläuft. Es kann wirklich sein, dass ich erstmal weiterspielen muss und noch gar kein Reittier benutzen kann. Ja, dementsprechend müssen wir jetzt wirklich mal gucken. Prüfung der Erde. Ich würde sagen, dass wir das jetzt machen, weil das ist nämlich ein Teil der Hauptquest, die uns jetzt gerade gar nicht angezeigt wird. Nordwald? Achso, doch hier. Prüfung der Erde. Im Nordwald. Wie komme ich dann in den Nordwald? Gridania. Hier bin ich. Achso, da steht auch Nordwald. Okay. Gut, dann werde ich da jetzt erstmal hinreisen. Leider ohne mein Reittier. Aber ich denke wirklich, dass man das wohl erstmal lernen muss. Also, dass ich das jetzt noch nicht sofort benutzen kann. Was natürlich blöd ist, muss ich dazu sagen. Weil, also, ja, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe mir das jetzt geholt. Freue mich da jetzt total drauf, dass ich es benutzen kann. Und kann es nicht benutzen. Weil es steht hier nirgendwo, wie ich das benutzen kann. Oder vielleicht auswählen kann, sodass ich es dann... bin ich da jetzt dran vorbeigelaufen? Ich bin da dran vorbeigelaufen. Ich habe es ja gewusst. Oder was ich jetzt damit machen muss. Es stand auch nirgendwo so ein Hinweis, so nach dem Motto, kann man erst ab Stufe so und so oder wenn man die und die Quest angenommen hat, machen. Das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Wollen wir mit dir nochmal kurz reden, bevor wir hier durchgehen? Du willst etwas zur Flüsterhainstallung bringen? Dann halte dich hinter dem Tor in Richtung Südwesten. Das sieht nach dem Metallbeschlag eines Kokobo-Zaumzeugs aus. Zeig ihm mal Botwine. Botwine kümmert sich um die Kokobos und es kann sein, dass er den Metallbeschlag schon verzweifelt sucht. Achso, es war, glaube ich, eine andere Quest. Okay, aber wunderbar, dann haben wir das auch schon mal erledigt mit dem Durchlauf. Wollten wir zwar nicht hin, wir wollten zur Hauptquest, aber kein Thema. Wir können natürlich nebenbei auch noch andere Sachen eben erledigen. So, jetzt muss ich aber mal schauen. Ich habe jetzt hier ein Ausrufezeichen. Das ist nämlich wieder die nächste Quest. Eine harte Nuss. Jetzt bin ich verwirrt. Ich wollte eigentlich mit dem Jungbaum die Sache machen. Das ist das hier. Okay, da muss ich also geradeaus durch. Okay.
Baumhörnchen, Baumhörnchen, Marienkäfer. Jetzt muss ich erstmal gucken. Weil wir müssen ja auch unser Bestarium noch erweitern. Ich glaube aber, die Fungis, oder wie die heißen, dass die... Ich glaube, hier müssen wir nur abgeben. Da laufe ich jetzt nochmal kurz auf den Weg dahin. Dass wir das schon gemacht hatten, das wollte ich sagen. Jetzt wird es natürlich gerade auch noch dunkel. Ich mag es gar nicht, so im Dunkeln zu spielen hier. Ah, verdammt. Ohne den Metallbeschlag hätte das Zaumzeug einfach nicht... Wir passen das Zaumzeug speziell auf jeden Kokobo an. Das ist alles Maßarbeit, sage ich dir. Deswegen sind Ersatzteile nicht so einfach zu beschaffen. Wie bitte? Du hast den Metallbeschlag? Das ist ja wunderbar. Her damit. Ja, können wir mal eben schnell übergeben. Ja, das ist das verlorene Teil. Jetzt passt das Zaumzeug wieder wie angegossen. Und ich kann ohne weitere Verzögerung mit dem Training fortfahren. Vielen Dank. Hier hast du deinen Finderlohn. Achso, ich muss wieder... Windscherbe? Händlerpreis nicht bei Händlern erhältlich. Heißt das jetzt, das ist was Gutes oder was Schlechtes? Synthesekatalysator. Ich denke mal, dass das was Gutes ist, oder? Aber die kriege ich so oder so, glaube ich, dabei. Hanfwappenrock. Okay, das ist sowieso für einen Krieger. Und die Hanfhalbrobe. Jetzt ist natürlich die Frage. Kann man die, genau, da konnte man ja hier direkt vergleichen. Ja, für alle, ach so, doch, hier unten. Die hat noch einen Bonus mit plus 1, Willenkraft und Intelligenz. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Wobei, das Bronzestück würde ich natürlich auch gerne nehmen, weil dadurch bekomme ich natürlich wieder Gold. Aber wir müssen natürlich auch das, was wir tragen, verbessern, auch wenn es jetzt nicht viele Punkte sind. Deswegen nehme ich leider jetzt mal das. Ich befürchte allerdings, dass es nicht so besonders toll aussehen wird. Ich ziehe es mal eben an. Moment, wie war das jetzt? Alt und I kriege ich das, ne? Genau. Karfunkelpfeife. Eine mit Edelstein verzierte Pfeife. Der einen Zitrinkarfunkel herbeiruft. Gehörte der jetzt zu einer Quest? Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Ach so, das war auch nicht hier mit dem I. Das war... Das war... Doch, Steuerung... Achso, Steuerung I. Ah, genau, da war es. Okay. Dann, nein, nicht, anlegen. Oh Gott, sehe ich damit schrecklich aus. Oh. Ich will mein schönes, sexy Outfit wieder haben. Oh, das ist hier schrecklich. Das ist ja wirklich schrecklich. Also, das sieht jetzt nicht so schlimm aus, aber das ist ja schrecklich, wenn man es gewohnt ist, dass es halt sexy aussieht. Oh Gott. Okay, wir reden nochmal eben mit dir. Ölläuse, okay. Ich habe einen Auftrag für dich. Und zwar möchte ich, dass du Ölläuse sammelst. Du findest sie in den Büschen in der Nähe des gesegneten Jungbaums. Das ist sehr gut, weil da wollte ich gerade hin. Doch sei auf der Hut, wenn du das Gestrüpp nach den kleinen Insekten durchstöberst. Sie sind die Lieblingsspeise der Marienkäfer und die könnten etwas dagegen haben, wenn du ihre Speisekammer plünderst. Die Ölläuse bringst du dann bitte zu Guitrit an Etats Wachturm. Ich will mich damit bei ihm für den Schutz der Stallungen bedanken. Oh. Entschuldigt, aber ich habe immer noch so viel im Hals hängen. Ja, jetzt ein Reittier, ne? Das wäre jetzt toll. Aber wir müssen das alles zu Fuß machen. Okay, wie sind die Ölläuse? Oh, das arme Baumhörnchen, oder wie das... Du Scheiße, was ist das denn? Hat das Reittier gerade einen Hut aufgehabt? Oh Gott. Marienkäfer, was stehst du denn hier so mittendrin? Schattenmilbe? Geht woanders hin. Geht spielen. Wo laufe ich überhaupt hin? Ach da, okay. Geh weg. Ich mag dich nicht. Gebüsch. Ah, Moment. Das können wir auch mal eben nebenbei machen. Rechtsklick, okay, ich sehe schon. Okay, haben wir jetzt einen
Nee, wir haben, glaube ich, jetzt keinen. Mein Begleiter kommt und guckt zu. So. Ich muss aber noch weitere sammeln, oder? Ach so, Moment. Ich muss noch mal das gleiche Gebüsch. Ah. Okay, das war's schon. Ja, super. Dann können wir jetzt hier mit unserer Quest sprechen. Oh, muss die hier direkt drinstehen? Du bist auf der Suche nach dem Druiden Nullanel. Nun, deine Suche hat ein Ende. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, Izumi Yan hat dich gebeten, mich aufzusuchen, um mehr über das Element Erde zu erfahren. Das freut mich. Die Kraft der Erde ist das solide Fundament eines jeden Druiden. Ich könnte dir tagelang etwas über seine Varianten und Eigenschaften erzählen. Aber als Abenteurerin hast du vermutlich keine Zeit, um so lange hier zu verweilen. Stattdessen solltest du die Qualitäten der Erde am eigenen Leib durch den Kampf erfahren. Eve, ich habe folgenden Auftrag für dich. Suche östlich von hier in der Nähe der Flüsterhainstallung nach einem Fleckchen Erde, das Sporen der Verdorbenheit aufweist. Benutze die einzigartigen Sinne einer Druidin und versuche, diese Wunde der Erde Gestalt annehmen zu lassen. Darauf sollte das verdorbene Wesen erscheinen. Ach, das ist bestimmt das, was wir mal vor ein paar Folgen gesehen haben. Dass ich an einer solchen Wunde lab. Besiege es mit deiner animistischen Magie und stelle den natürlichen Fluss der Energie wieder her. Während dieser Begegnung wird dir das Leben der Erde bewusster werden. Geh fort, Eve, und erweitere deinen Geist. Okay. Was ist das, ne? Riechende... Nee, Moment. Ach so, da, der Flüsterhain. Der Flüsterhain. Der Flüsterhain. Ist das jetzt da oben?